Ich heiße Jan Hendriksen. Wir betreiben hier auf der Insel Föhr seit 400 Jahren Landwirtschaft. Mein erstes Erlebnis mit Whisky, also wo ich das richtig als Genussmittel wahrgenommen habe, das war, als wir meine Tante besucht haben in den USA. Und da haben wir eine Farm besucht, die auch alles herstellen, quasi vom Getreide bis zum fertigen Whisky, machen das Brauen, das Melzen, alles selbst. Und das hat uns wirklich beeindruckt und das ist der Keimling für unsere Idee gewesen. Ich glaube, was unseren Whisky nachher ausmachen wird, ist einfach erstmal, dass wir wirklich alle Anbauschritte vom Anbau bis zum fertigen Whisky alles selbst machen. Das ist einzigartig, denke ich mal. Also eine richtige Farmdestillerie. Und das, wo wir es machen, ist wichtig, dass wir das hier mitten im Nationalpark Wattenmeer machen, mitten in der Natur. Ich glaube, beim Weinanbau spricht man in dem Fall schon von Terroir. Was haben wir im Boden? Wie ist der Eintrag aus der Luft? Wir haben hier sehr salzhaltige Luft. Auch die Böden sind angereichert mit Salz. Ich sage, wir können nur einen friesischen Whisky herstellen, weil wir nehmen die Sachen, die hier sind. Wir nehmen die Gerste, die 300 Meter gewachsen ist vom Wasser. Wir nehmen das Wasser, das beste Grundwasser, was es hier auf der Insel gibt. Also, und außerdem, wo die Fässer reifen, das ist auch nur 400 Meter weg vom Deich. Also das sind alles die Zutaten, die hier von Föhr kommen. Also kann es auch nur ein friesischer Whisky, ein Föhrer Whisky werden.